habe ich zwei verschiedene Schul-Make-up-Looks für euch. Der eine ist sehr dezent und besonders gut geeignet für die Jüngeren unter euch. Und der andere ist ein bisschen, ja, dramatischer, würde ich es jetzt nicht nennen, aber ist ein bisschen intensiver, ein bisschen dunkler und besonders gut geeignet für die etwas Älteren unter euch. Und ja, ich denke mal, da ist für jeden etwas dabei und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Okay, dann starten wir jetzt mit dem ersten und sehr, sehr, sehr dezenten Make-up-Look. Hierfür verwende ich als erstes eine BB-Cream von Maybelline. Eine BB-Cream ist einfach wie eine Feuchtigkeitspflege mit einem ganz kleinen bisschen Farbe da drin. Das heißt, eure Rötungen im Gesicht werden ein bisschen abgedeckt, ohne euch dabei zugekleistert aussehen zu lassen, denn das möchte man in der Schule natürlich nicht. Und danach nehme ich meine Catrice Camouflage und decke ein bisschen meine Augenringe ab, damit das Auge einfach wacher erscheint und euer Gesicht einfach frischer aussieht. Falls vorhanden, kann man natürlich mit dem Concealer auch Pickel abdecken, aber ich habe jetzt hier direkt weitergemacht mit einem Puder von Maybelline und damit habe ich dann einfach mein Gesicht abgepudert, damit ich nicht zu stark glänze. Anschließend tusche ich meine oberen Wimpern mit der Essence Multi-Action Mascara. Ich tusche ganz bewusst nur meine oberen Wimpern, weil ich finde, dass das dezenter natürlich aussieht, als wenn ich sie oben und unten tusche. Und ich finde auch, dass wenn man die Wimpern nur oben tuscht, das Auge dadurch größer aussieht. Jetzt nehme ich noch einen sehr dezenten Lippenstift. Ihr könnt natürlich auch nur einen Gloss nehmen oder ähnliches, aber ich habe mich hier für den Essence Natural Beauty Lippenstift entschieden, weil der eine schöne natürliche Farbe hat. Und ein Tipp von mir ist auch, wenn der Lippenstift euch zu dunkel aussieht, dann nehmt einfach euren Finger und verblendet den einfach ein bisschen auf euren Lippen. Dadurch wird ein bisschen von der Farbe abgetragen und ihr könnt dann eure gewünschte Deckkraft von dem Lippenstift erzielen. Ja, und zum Schluss habe ich dann einfach noch ein pinkes Rouge, ein ganz kleines bisschen auf meine Wangen aufgestäubt, damit das Gesicht noch etwas frischer aussieht. Und das wäre dann auch schon der erste und sehr dezente Make-up-Look. Ich finde, der ist sehr schön, nicht zu überschminkt, aber man sieht trotzdem sehr frisch aus. Und den habe ich besonders, als ich noch etwas jünger war, in der Schule gern so getragen. Jetzt geht es weiter mit Make-up-Look Nummer 2. Im Grunde genommen werde ich jetzt das Make-up, was ich bereits trage, nur verdunkeln. Und als erstes benutze ich eine Lidschattenbasis, weil wir jetzt halt auch Lidschatten benutzen. Die ist von Kiko und die trage ich auf meinem gesamten, ja, Auge auf, würde ich einfach mal sagen. Jetzt nehme ich eine Lidschattenpalette von der Marke e.l.f. Ich glaube, die gibt es nur im Internet zu kaufen. Ich habe sie auf jeden Fall im Internet bestellt. Die kostet nur 3 Euro. Ich kann den Link mal in die Infobox setzen. Und auf jeden Fall nehme ich hiervon den allerhellsten Ton aus der Palette. Der ist so ein champagnerfarbener Lidschattenton, so ein bisschen ins Goldene gehend. Ich kann es kaum beschreiben, ihr seht es ja. Und den habe ich auf mein bewegliches Lid aufgetragen und auch ein bisschen im inneren Augenwinkel. Jetzt nehme ich diesen hellbraunen Ton mit einem Blenderpinsel von Essence und den trage ich dann einfach in meiner Lidfalte auf. Und ja, da nehme ich einfach nur ein ganz kleines bisschen Farbe auf und verblende das dann sehr gut in der Lidfalte. Und falls dann noch so ein paar Kanten vielleicht zu sehen sind, könnt ihr gerne, so wie ich, noch einen sehr fluffigen Pinsel nehmen. Der hier ist jetzt von Ebelin und damit nochmal oben am Rand von dem dunkleren Lidschatten einfach die Kanten verblenden, damit alles schön ineinander übergeht. Jetzt nehme ich einen recht flachen Lidschattenpinsel und tippe ihn ganz leicht in die dunkelste Farbe aus der Lidschattenpalette. Das ist einfach ein dunkelbraun und das meiste der Farbe konzentriere ich an meinem unteren Wimpernkranz ganz außen vom Auge und lasse das dann ganz leicht zur Mitte des Auges hinauslaufen, dass einfach so ein fließender Übergang entsteht. Und hier seht ihr nochmal den Vorher-Nachher-Effekt. Ich finde, das Auge, das linke von euch aus gesehen, sieht viel größer aus. Also mein rechtes Auge, ja, ist auch egal. Und das gleiche mache ich dann auch auf der anderen Seite. Danach tusche ich mir noch die unteren Wimpern, weil die ja noch nicht getuscht waren. Und dann wären wir mit den Augen soweit fertig und können direkt weitermachen mit den Augenbrauen. Dieser Schritt ist natürlich optional, aber ihr wisst ja, dass ich mir gerne meine Augenbrauen nachziehe. Und zwar mit dem Essence Eyebrow Designer in der Farbe Blond. We'll be right back.
We lack in passion, but there's one thing that I can assure you. Tja, hier habe ich leider nicht bemerkt, dass die Kamera doch etwas unvorteilhaft stand und man nicht so viel sieht. Ich habe auf jeden Fall einen pinken Lip Liner von Essence in der Farbe Cute Pink genommen und damit meine Lippen zuerst umrandet, um sie danach komplett auszufüllen mit der Farbe. Anschließend habe ich noch ein pinkes Gloss, auch von Essence, aufgetragen. Das gibt es nicht mehr zu kaufen, aber ich nehme an, es gibt genug ähnliche Lipglosse. Und damit wären wir auch mit dem zweiten Make-up-Look für die Schule fertig. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welchen Look ihr eher tragen würdet, den sehr, sehr, sehr dezenten oder eher diesen hier, der etwas mehr girly, ein bisschen mehr Glamour hat. Und ja, schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich auch voll freuen, wenn ihr meine letzten beiden Videos anschauen würdet. Dafür braucht ihr nur auf das Bild zu klicken. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!